EA hat schon wieder eine schöne 89er Prime oder FIFA World Cup rausgebracht, meine Freunde. Das ist natürlich nice, dass das jetzt wieder kommt. Die andere ist schon ein bisschen her. Die Anforderungen dafür, gucken wir mal ganz kurz rein gemeinsam. 85er Team mit einem Team of the Week Spieler. 86er Team habe ich schon abgeschlossen. Und ein 88er Team brauchen wir dafür. Hier seht ihr gerade mein aktuelles Team, meine Freunde. Am liebsten wäre mir jetzt ein rechter Verteidiger oder ein linker Flügel. Obwohl ich, wie gesagt, Warnzeig ja gekauft oder gemacht, weiß ich gar nicht, die SPC. Ja, 50 Spiele, 25 Tore, 19 Vorlagen ist für den linken Flügel jetzt ja nicht mal so verkehrt. Aber das würde ich wirklich brauchen. Linken Flügel, rechten Verteidiger oder vielleicht mal, dass ich mal Coit tauschen könnte. Weil Coit spiele ich jetzt auch schon fast 600 Spiele. Er macht seine Sache da eigentlich ziemlich gut, ne? Aber nochmal gucken. Vielleicht ziehen wir auch irgendeinen Müll. Aber bevor es losgeht, habe ich natürlich noch ein paar schöne 78 Plus Packs für euch, meine Freunde. Weil die ja noch am Laufen sind. Enthält drei seltene Goldspieler. Gucken wir mal schnell, ob wir da irgendwas Geiles reißen können. Das war schon mal nichts. Manchmal hat man ja auch Glück und man hat in den Packs was Cooles drin. Und wenn es nur für die SBC reicht, ja, ist ja dann auch schon in Ordnung. Wie gesagt, alle Leute wollen ja immer irgendwelche großen Spieler haben. Meinetwegen auch gleich am Anfang, ja, irgendwelche 88er und 90er Spieler. Und keiner freut sich eigentlich so richtig über die 85er oder 86er. Außer ich wahrscheinlich. Bin ich wahrscheinlich der Einzige. Wie gesagt, ich freue mich auch über kleinere Spieler. Kann man immer schön für die SPC nutzen oder so. Und dann hat man ja vielleicht Glück, dass man da irgendwas Cooles zieht draus. So, nachdem wir jetzt hier gerade wieder schön aus FIFA rausgeschmissen wurden, warum auch immer, haben wir die letzten zwei Packs noch, meine Freunde. Vielleicht haben wir jetzt mehr Glück. Vielleicht war der gut, dass wir rausgeschmissen wurden gerade. Lampen ihn an, ich drücke trotzdem mal weiter. Ja, warum nehmen wir es? Ist doch okay, Zapata. Und das letzte Pack, meine Freunde. Lampen ihn auch an, können wir trotzdem wegdrücken. Kauhal, na siehst du. Jetzt wird es interessant, meine Freunde. Gerne gleich ein Abo und ein Like da lassen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung hier jedes Mal. Ist ja nicht selbstverständlich. Danke, danke, danke. Ich mache bei mir auf jeden Fall alles aus und wir machen gleich noch ein kleines Roulette draus, meine Freunde. Hier wird ausgeschalten. Und hier machen wir unser schönes Bild drauf. Zack. Und dann gucken wir mal. Gleichzeitig dreh ich mich hier noch weg, damit ich hier auch wirklich nicht durch einen dummen Zufall irgendwo hier aufkomme. Zack, da sind wir auch schon. Ihr habt nichts gesehen, ich hab nichts gesehen. Wir gucken jetzt mal in unseren Kader, ob wir da irgendwas finden. Ihr seht ja meine ganzen Ikonen, die ich schon alle habe. Ja, kann man ja dann gleich, kriegen wir ja dann gleich ganz schnell raus, was da schön bei rauskommt. So, Icon drin gestellt. Wir werden aber trotzdem bloß die Länder durchgehen, meine Freunde. Ich gehe jetzt nicht alles komplett durch. Natürlich kann es auch sein, dass ich jetzt hier irgendwie ein Vidic kriege oder so. Der ist jetzt hier bei die Top 9 Länder nicht mit bei, denn, ne? Aber dann können wir ja immer noch gucken. Wir gehen jetzt wirklich bloß die Top 9 Länder durch. Weil ich mir eigentlich denke, dass ich so oder so irgendwie einen Engländer ziehe oder so. Fangen wir auch gleich mal an mit England. Nein, Lampard habe ich noch. Lampard habe ich wirklich noch drin in meinem Verein. England ist es nicht. Portugal auch nicht. Niederlande. Van Persie ist es. Obwohl, nee, warte mal. Warte mal, stimmt. Ich habe ja Van Persie in meinem Verein. Stimmt ja. Stimmt ja, ich habe ja... nee, Van Persie war doch nicht. Muss ich mich nochmal ändern. Können wir es ja nochmal gucken. Ich habe wirklich Van Persie in meinem Verein. Hm. Van Persie ist es nicht. Van Persie ist es nicht geworden. Machen wir mal Spanien. Puyol habe ich auch im Verein. Stimmt ja, ich habe ja noch ein Icon-Team. Da sind ja meine anderen Icon drin. Ich habe ja ein Full-Icon-Team. Stimmt ja, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Nesta habe ich auch in meinem Verein. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Deutschland? Nee. Argentinien hatten wir noch nicht? Nee. Dann kann ja nur Brasilien oder Frankreich sein, jetzt. Brasilien oder Frankreich, meine Freunde. Zidane? Das wäre natürlich geil. Pirlo und Zidane? Blau. Nein, ich habe Blau gezogen. Das ist auch okay. Ja, meine Freunde, Blau ist es geworden. Blau habe ich nämlich nicht in meinem Verein. Blau habe ich nicht in meinem Verein. Können wir nochmal Brasilien gucken, aber nee, ein Kaká habe ich auch in meinem Verein, genau. Also ist es der gute Blau geworden. Weil, wie gesagt, er ist ja nicht besser wie Ramos. Also er ist auch gut, er ist auch sehr gut, ne? Wäre auch von der Chemie dann natürlich auch gleich wieder besser. Ich müsste den einfach mal spielen, Blau. Gut, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vergesst den Abo-Button nicht zu drücken. Bis zum nächsten Mal.